Weiß man eigentlich, ab wann man in die Wechseljahre kommt, wie lange sie dauern, was darf ich da nehmen, was mache ich bei Hitzewallungen, was mache ich, wenn meine Periode ausbleibt, ich aber noch viel zu jung bin für Wechseljahre? All die Fragen habt ihr mir gestellt und all diese Fragen werde ich jetzt beantworten. Viel Spaß bei dem Video. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und mit diesem Format möchte ich dir eigentlich helfen, dir selbst zu helfen, denn ich gebe dir einfach Fachwissen umsonst. Und wenn du sagst, wow, super Sache, vielen Dank, dann sag mir das Danke doch einfach mit einem kleinen Abo. Es ist ein Klick für dich und für mich ein tolles Feedback. Frage Nummer 1, die Christina fragt, lässt sich irgendwie einschätzen, ab wann eine Frau in die Wechseljahre kommt? Das ist ein Thema, was sicherlich viele beschäftigt, die wollen wissen, wann geht's bei mir los? Wann kommen die ersten Problemchen oder eben auch nicht? Und da kann ich dir, glaube ich, schon mal mit gutem Gewissen sagen, du hast keine Ahnung und wir haben keine Ahnung, wann es genau losgeht. Es gibt natürlich so Vorboten und Vorzeichen. Man kann natürlich auch mal die Hormone bestimmen. Das wollen immer ganz viele in der Praxis. Ich möchte mal Hormone bestimmen, ob ich schon in Wechseljahren bin. Was dann aber fehlt, ist die Information, dass man kurz vor den Wechseljahren in der sogenannten Prämenopause, also die Jahre quasi vor dem Ausbleiben der Periode, ein reines Hormonchaos herrschen. Also da geht es hoch und runter, da gibt es mal 3-4 Monate, da hat man wirklich wie ein Uhrwerk, einen Zyklus, dann vergehen 2-3 Monate komplett ohne Periode, dann hat man eine sehr starke Blutung. Das sind so die ersten Vorzeichen, wo man sagen könnte, es geht so in die Richtung, wie lange es dann aber dauert und ob überhaupt Probleme dann bestehen, das kann dir keiner sagen. Ja, die Hormonbestimmungen, gerade so dieses AMH zum Beispiel, das Anti-Müller-Hormon, das wollen immer viele wissen, weil das gibt so indirekt die Eizellreserve an. Man kann also gucken mit einer Blutentnahme, wie sieht denn eigentlich meine Reserve der Eizellen so aus im Eierstock? Und da kann man natürlich dann auch rückschließen, ist bald bei mir Ende oder geht das noch ein paar Jährchen so weiter? Ja, das AMH kann man so ganz grob festhalten als ein indirekter Marker für die Eierstockreserve, aber es ist bei Weitem nicht sehr genau. Es ist ein bisschen, als wenn du in den Himmel guckst, da sind dunkle Wolken und du sagst, es könnte gleich regnen, aber es muss nicht unbedingt regnen, es kann auch alles an dir vorbeiziehen. Also diesen Anti-Müller-Hormonwert immer wirklich im Zusammenschau mit der Patientin, die vor einem sitzt, sehen. Wenn bei einer 25-Jährigen dieser AMH-Wert quasi nicht vorhanden ist, hatte ich neulich einen Fall jetzt in der Praxis, dann ist das natürlich ein Riesenaufschrei. Wenn ich aber eine Frau Mitte 40 habe und dieser Wert ist im unteren Normbereich, dann ist das völlig altersgerechter Wert und sagt mir im Prinzip gar nichts aus. Auch der FSH-Wert, das follikelstimulierende Hormon, das ist etwas, wo man wirklich sieht, kurz vor den Wechseljahren geht dieses Hormon sehr, sehr stark hoch. Warum? Weil die Hypophyse natürlich so den letzten Rest aus den Eierstöcken rauspressen möchte, also wird hier oben das Hormon produziert, was die Follikel stimulieren soll, damit hier wirklich noch was ankommt. Und deswegen sehen wir auch kurz vor der Menopause, dass dieser Wert sehr, sehr hoch ist und die restlichen Werte relativ niedrig. Aber auch das ist unfassbar schwankend und kann nicht als pauschale Regel gelten, dass es noch ein Jahr dauert, bis du dann in die Wechseljahre kommst. Also, liebe Christina, kann man dir nicht so wirklich sagen. Kann die Menstruation in den Wechseljahren auch länger dauern? Genau, den Punkt hatten wir gerade und das ist so eins der ersten Anzeichen, die dich schon mal auf den Gedanken bringen lassen könnten. Hier könnten irgendwann die sogenannten Wechseljahre anstehen und das vielleicht nochmal vorweg. Wechseljahre bedeutet ja nicht irgendwie ein Knackspunkt oder irgendwie ein Klick und schon bist du in den Wechseljahren, sondern es ist ja ein Prozess von Jahrzehnten, der mitunter Anfang 40, Ende 30 auch schon mal beginnen kann. Und das Ganze nennt man auch die Perimenopause und all diese Prämenopause, Postmenopause, all das mit Therapie und sonstigen und Diagnostik und was für Hausmittelchen schon mal helfen könnten, erkläre ich euch ganz, ganz, ganz ausführlich in unserem Wechseljahre-Kurs, wo du wirklich zur Expertin wirst im Thema Wechseljahre und du wirklich rausgehst aus dem Kurs und sagen kannst, ich bin jetzt wahnsinnig up to date. Also viel mehr Wissen geht auf diesem Gebiet nicht. Das sind aber wirklich Informationen für den Kurs. So viele Inhalte kann ich hier natürlich in der Fragerunde nicht beantworten. Aber ja, damit geht's los. Die Zyklusstörungen, die Gereiztheit, die Schlafstörungen vielleicht auch. Das sind so die ersten Punkte, wo man weiß, hier passiert hormonell jetzt was. Ich stehe gerade mit 35 vor einer Total-OP, komme ich dann automatisch schon in den Wechsel. Jetzt müssen wir erstmal die Total-OP definieren. Viele sagen nämlich, okay, meine Gebärmutter wird mit den Eileitern entfernt, das ist die Total-OP. Vergessen aber, dass die Eierstöcke ja zurück
zurückbleiben und die sind ja für die Hormonproduktion verantwortlich und deswegen hast du hier wenig bis gar keinen Einfluss auf deine Hormone. Wenn die Total-OP definiert wird als Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter raus, dann kann es sein, dass du Wechseljahrprobleme bekommst. Oder sagen wir mal so, du hast natürlich von heute auf morgen einen wahnsinnigen Hormonabfall und der kommt auch nicht wieder, denn die Hauptstätten der Hormonproduktion sind weg. Und deswegen muss man gut auf solche jungen Patienten vor allem achten, was das Thema Herzgesundheit, Knochengesundheit, Schilddrüsengesundheit und so weiter und so fort angeht. Denn hier wird ja von heute auf morgen wahnsinnig wichtige Bausteine für unseren Körper einfach eliminiert. Also, wenn du deinen Eierstock behältst, machen wir es mal kurz, dann muss es nicht unbedingt sein, dass du was merkst, kann aber auch, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass man bei dieser Entfernung der Gebärmutter vielleicht kleinste Gefäße erwischt, die auch ein Stück vom Eierstock versorgen, die man während der Operation vielleicht gar nicht so detektiert. Und deswegen kann es zu prozentualen Einbußen der Eierstocksfunktion kommen. Wenn alles komplett operiert wird mit Eierstöcken, dann solltest du auf jeden Fall gut auf dich aufpassen oder besser wir, Güns, sollten dann gut auf dich aufpassen. Ist es normal, dass man mit 49,5 Jahren noch nichts von den Wechseljahren spürt? Also viele, die dieses Video jetzt sehen, würden sagen, sei einfach glücklich und froh, dass es nicht so ist. Und ja, mit 53 kommt die Durchschnittsdeutsche wirklich in den Bereich, wo dann die letzte Periode stattfindet. Und dann ist ja wirklich so, dass man sagt, die Hormone sind jetzt auf einem wirklich niedrigen Level. Und auch dann stellen sich natürlich auch noch mehr Probleme oder könnten sich noch mehr Probleme einstellen. Aber den Konjunktiv möchte ich nochmal hervorholen, denn ungefähr ein Drittel hat gar keine Probleme während der Wechseljahre. Nicht, dass die Hormone nicht trotzdem eine Funktion vorher hatten und das Hormondefizit trotzdem auch Nachteile haben kann für den Körper, aber sie werden halt nicht so gemerkt oder nicht so gespürt, dass man sagt, ich muss was tun, ich brauche eine Therapie, sonst komme ich nicht mehr über den Tag. Und deswegen, ja, kann sein, dass du zu dem Drittel gehörst, die einfach überhaupt keine Probleme haben. Oder du stehst halt noch davor, weil du noch relativ jung bist, das darf man sagen. Und deswegen hast du noch nicht die Problematiken, die vielleicht die Freundin mit 52, 54 hat. Ich habe alle Symptome von Wechseljahren. Ich bin aber erst 24 Jahre alt. Mittlerweile warte ich schon länger auf meine Regelblutung. Gibt es noch andere hormonelle Störungen, die den Wechseljahren ähnelt? Also, hier müssen wir, glaube ich, mal eine kleine Baustelle aufmachen. Mit 24 Jahren sollte man schon abklären, warum du ein Ausbleiben der Periode hast, wenn das länger als 3 Monate stattfindet. Diesen Zeitraum geben sich die Güns immer. 3 Monate darf auch mal alles passieren, aber dann muss es abgeklärt werden, gerade mit 24 Jahren. Plus, du hast noch Problematiken, die in die Richtung gehen. Ich schätze mal, du redest von Schlafstörungen, Hitzewallungen, weiß der Geier. Dann solltest du auf jeden Fall das hormonell abklären. Und dazu gehört ein gutes Basis-Hormonlabor, dass man hier auch wirklich nicht nur die Eierstöcksfunktion, sondern eben auch Hypothalamus, Hypophyse, Nebennieren mit anguckt und dann eventuell sogar auf einen Enzymdefekt sich konzentriert. Das geht aber dann zu weit, wo man auch schauen muss, bist du vielleicht in den vorzeitigen Wechseljahren? So ein Phänomen gibt es. Dazu muss ich oder will ich auch unbedingt mal ein Video machen, weil ich auch vor kurzem eine Patientin betreut habe, die auch das Problem hat, im selben Alter ungefähr, noch jünger, die eine vorzeitige Wechseljahrssymptomatik hat und hier auch ein Problem hat, was die komplette Gesundheit angeht, von Knochen, Herz etc. Also, lange Rede, kurzer Sinn, abklären. Das würde ich auf jeden Fall abklären, wenn das länger anhält. Bioidentische Hormone nach einer Hysterektomie sollte man zum Östrogen auch noch das Progesteron geben. Also, um mal alle abzuholen, bioidentische Hormone sind körpereigene Hormone. Wenn du sie also chemisch aufdröselst, dann sind die Hormone, die man sich zuführt, ob als Tablette oder als Gel, komplett identisch zu dem Hormon, was der Körper selbst produziert. Das nennt man bioidentische Hormone. Hysterektomie ist die Gebärmutterentfernung. So, und das ist eine super Frage. Ah, ist das eine tolle Frage. Du hast leider keinen richtigen Namen, sonst würde ich ihn jetzt hier öffentlich machen. Das ist nämlich ein Dilemma, was ich oft beobachte, weil in unseren Leitlinien und Empfehlungen steht, dass Frauen ohne Gebärmutter bei einer Hormonersatztherapie nur das Östrogen benötigen. Das ist grundsätzlich komplett richtig, denn wenn man Hitzewallungen hat oder irgendwelche anderen vasomotorischen Störungen, dann will man die natürlich loswerden und sagt sich, okay, ich brauche dafür, das weiß ich, ein Östrogen, das gebe ich der Frau, super gut. Wenn du eine Gebärmutter hast, muss man zusätzlich ein Gelbkörperhormon geben.
Ja, das wurde früher sehr oft synthetisch gegeben, sogenannte Gestagene. Heutzutage geht man immer mehr darüber, dass man eben das körpereigene Hormon, das Progesteron, nimmt. Weil, wenn wir nur Östrogen geben, würde sich die Gebärmutterschleimhaut einfach aufbauen und aufbauen und aufbauen. Und das birgt sogar ein Karzinomrisiko, ein sogenanntes Gebärmutterkarzinom oder Endometriumkarzinom. Und um das zu verhindern, müssen wir also zusehen, dass die Gebärmutterschleimhaut sich nicht einfach die ganze Zeit aufbaut, sondern auch umwandelt. Dafür das Progesteron. Genau das macht es ja jeden Monat beim menschlichen Körper. Ansonsten würde das alles überwuchern. So, jetzt haben wir bei Frauen ohne Gebärmutter nicht mehr den Bedarf, die Gebärmutterschleimhaut zu schützen, weil die ist weg. Also steht in den Leitlinien, nein, die Frauen brauchen nur das Östrogen. Richtig. Aber es gibt natürlich auch Probleme, die aufgrund eines Progesteronmangels da sein können. Und jede Frau, die in den Wechseljahren ist, hat nicht nur einen Östrogenmangel, sondern auch den Progesteronmangel. Und die beiden sind halt Yin und Yang. Und die beiden haben sich 30, 40, 50 Jahre super ergänzt im Körper. Und jetzt auf einmal sagt man, ich gebe eigentlich nur noch das eine Hormon, das andere lasse ich weg. Also wenn es nach mir geht und in den meisten Fällen, klar muss ich individuell betrachten, gebe ich auch einer Frau nach einer Hysterektomie auch Progesteron. Weil ich will ja das Progesterondefizit auch aufrechterhalten, um Probleme, die Progesteronmangel machen könnte, auch zu beheben. Habt ihr es verstanden? Also in der Leitlinie steht es natürlich absolut korrekt drin. Man braucht kein Progesteron, kein Gelbkörperhormon, wenn eine Frau keine Gebärmutter hat. Aber wenn sie Mangelerscheinungen hat aufgrund des Progesteronmangels, braucht sie in meinen Augen trotzdem Progesteron. Das ist ein bisschen fachchinesisch, ich weiß, aber es ist eine Frage, die sehr, sehr oft gestellt wird, beziehungsweise die ich immer wieder beobachte, dass Frauen kommen und sagen, ich habe nur mein Östrogen, ich habe aber auch meine Progesteronmangelprobleme, aber ich soll das ja nicht nehmen. Nein, ihr dürft es trotzdem nehmen. Was tun bei Mundtrockenheit und ganz trockenen Fingerkuppen? Ja, auch ein wichtiger Punkt. Also, alle kennen die vaginale Trockenheit und alle kennen die Hitzewallung. Das sind so Sachen, da kommt dann jeder auf den Trichter, oh ja, Wechseljahre. Aber das Östrogenmangel alle Schleimhäute und andere Häute und Flüssigkeiten reduziert, ob es die Gelenkschmiere ist, ob es die Augen sind, ob es der Darm ist, ob es die Vagina ist, der Mund. Das sind alles, wir nennen das Sicker-Syndrom, also das Trockensyndrom, was alles Östrogenmangelerscheinungen sind. Wenn eine Frau also jenseits der 50 irgendwie die ganze Zeit über trockene Augen klagt oder einen trockenen Mund oder Darmproblematiken, kann es sein, dass hier einfach das Östrogen fehlt oder auch ganz klassisch, morgens steht man auf und denkt, man hat Rheuma, oh, es tut alles weh, die Fingergelenke und bis man mal so richtig warm wird, vergeht eine Zeit und dann wird es auch besser. Aber das sind alles Östrogenmangelerscheinungen, die man auch mit einer bioidentischen Hormonersatztherapie zum Beispiel gut beheben kann. Jetzt haben wir so oft über bioidentische Hormone gesprochen, habe ich hierzu auch ein ganz ausführliches Video gemacht, darfst du dir gerne mal angucken. Also was tun? Ja klar, versucht man natürlich erstmal konservativ mit Mund immer befeuchten und so weiter, all das, was man erstmal ausschöpfen möchte, ohne dann gleich ein hormonelles Medikament geben zu müssen, will man natürlich ausprobiert haben, ganz klar, aber wenn es dann irgendwann nicht weitergeht und die Trockenheitsproblematik ist einfach sehr, sehr einschränkend in der Lebensqualität, kann es auch sein, dass hier eine Hormonersatztherapie hilfreich ist. Oh ja, auch eine gute Frage. Wie lange darf man eigentlich Progesteron und Östrogengel nehmen? Ich hatte das volle Programm Hitzewallung etc. pp. Mir hat die Einnahme von bioidentischen Hormonen geholfen. Jetzt geht es mir viel besser. Ich war anfangs total gegen eine Hormonersatztherapie. Ja, genau. Also wir kämpfen ja immer noch gegen die 30 Jahre alten Mühlen aufgrund einer BHI-Studie. Brauche ich jetzt nicht durch ausklamüsern, haben wir auch in dem Wechseljahreskurs Krebsrisiko etc. alles ausführlich besprochen und auf den neuesten Stand gebracht. Das kann ich euch jetzt hier nicht nochmal in der Gänze erzählen. Jedenfalls hat sich da einiges getan in der Forschung. Und deswegen sind aber trotzdem immer noch viele Frauen ist im Hinterkopf, oh, Hormone lieber nicht, selbst wenn es um körpereigene Hormone geht. Und klar ist es gesund zu hinterfragen, man muss natürlich immer individuell gucken, was für Vorerkrankungen nimmt die Frau mit, aber es ist nicht mehr so streng, wie es vielleicht mal vor 20 Jahren war. Jetzt ist immer die Frage, wie lange soll ich es denn nehmen? 1-2 Jahre, dann mal absetzen. Problem ist, wenn du absetzt, kommst du wieder in deinen Hormonmangel. Und es kann sein, dass wenn du absetzt, auch wieder in einen schnellen Hormonmangel kommst, sodass du auch relativ schnell wieder Probleme hast. Es gibt einen tollen Aspekt unseres Körpers, wir gewöhnen uns an vieles und wir gewöhnen uns auch an einen Hormonmangel. Und viele Frauen sagen dann irgendwann, ah,
jetzt bin ich durch. Wechseljahre sind durch. Wechseljahre sind natürlich nicht durch. Der Hormonmangel jedenfalls ist nicht durch, weil der bleibt ja auf einem niedrigen bis gar nicht vorhandenen Niveau. Aber der Körper hat sich vielleicht an diese ganzen Problematiken ein Stück weit gewöhnt, was trotzdem heißen kann, dass du vielleicht osteoporotisch Probleme kriegst oder Herz-Kreislauf-Probleme, Bluthochdruck, ein Klassiker, ein Diabetes auf einmal entwickelst, Schilddrüsenproblematik. Also wie oft sehen wir Frauen in der Gynpraxis, die auf einmal mit einem Blutdruckmittel ankommen, die auf einmal mit einer Schilddrüse Probleme haben, die auf einmal Diabetes haben, obwohl es vielleicht gar nicht in der Familie liegt. All das kann auch bedingt sein durch diesen Hormonmangel. Und dieser Hormonmangel wird niemals wieder weggehen, der bleibt, weil die Eierstocksreserve ist aufgebraucht. Und Studien und Leitlinien und so weiter sagen, ja, Hormonersatztherapie ist in so und so einem Intervall sicher. Und die 5 Jahre, das ist immer so diese Benchmark. 5 Jahre sind erstmal als sicher anzusehen, danach ist es sehr individuell und das muss man auch so sehen. Und ich habe Patienten, die nehmen einfach ihr Leben lang Hormonersatztherapie, relativ niedrig dosiert. Ich habe Patienten, die setzen irgendwann ab oder schleichen aus und sagen, ich komme eigentlich auch so ganz gut klar. Grundsätzlich aber ist ein wichtiger Fakt, es ist kein Medikament, was ich nehme und dann ist das Problem weg, sondern das Problem bleibt. Und es kann auch wiederkommen, wenn ich dann halt meine Hormonersatztherapie absetze. Woher weiß man, dass man in der Prämenopause ist? Kann man das durch Speicheltest feststellen, wenn die Periode noch regelmäßig ist, aber man schon Symptome hat, wie zum Beispiel Schlafstörungen? Ja, auch hier würde ich am liebsten unseren Kurs empfehlen, weil es da natürlich nochmal ganz, ganz genau erklärt wird. Um es kurz zu machen, ja, Schlafstörung ist ein definitives erstes Symptom und ich kann es dir auch erklären, du kannst auch noch bluten und auch noch recht regelmäßig bluten. Nichtsdestotrotz werden sich immer mal wieder Zyklen einschleichen, wenn man Paar 40 zum Beispiel ist, wo kein Eisprung stattfindet. Das nennt man dann anovulatorischer Zyklus. Das passiert auch einer 20-Jährigen, aber je älter man wird, desto häufiger kann das passieren, weil einfach die Abläufe nicht mehr so ganz stimmen. Und immer dann, wenn ein Zyklus quasi keinen Eisprung produziert, wird auch kein Gelbkörperhormon produziert. Weil aus dem gesprungenen Follikel wird später dieser Gelbkörper und der macht eben dasselbe genannte Hormon. Und wenn du das einmal in 12 Monaten hast, ist das nicht so tragisch, das kompensiert einen Körper. Wenn du das aber 5-6 Mal hast, also die 50% der Zyklen anovulatorisch sind, kriegst du irgendwann auf jeden Fall einen Progesteronmangel, einen Gelbkörperhormonmangel. Was konstant bleibt, ist aber Östrogen. Und hier kommen schon die ersten Probleme, weil wir haben über die Östrogendominanz hier auf diesem Kanal schon gesprochen und das geht definitiv mit dazu. Und viele, viele Frauen haben in dieser Zeit extreme Probleme. Ich sage immer, die Prämenopause, das ist eigentlich die schlimmste Phase der Wechseljahre, weil es da wirklich ein Auf und Ab ist und auch für uns sehr, sehr schwer hormonell einstellbar, weil ich kann der Frau auf einmal Östrogen geben, aber nächsten Monat hat sie auf einmal ein absolutes Hoch an Östrogen, weil hier oben die Hypophyse wieder Gas gegeben hat und auf einmal habe ich eine Überdosierung an Östrogen zum Beispiel. Ist also für uns ganz schwierig auch einzustellen, behelft man sich sehr viel in den pflanzlichen Mitteln, was auch manchmal sehr, sehr gut funktioniert, wenn wir über Isoflavone, also pflanzliche Hormone und so weiter sprechen. Das kann wirklich toll funktionieren und die Hormonersatztherapie manchmal daneben gehen. Das kann alles sein. Und später wird es ein bisschen leichter, wenn wir wissen, okay, wir haben den Hormonmangel, wir können ihn auch verifizieren im Labor oder im Speichel und können dann schön titriert der Frau den Wohlfühlbereich zurückgeben. Also die Phase macht es uns leichter. Ja, du kannst Hormone bestimmen, es wird dir nur nicht helfen. Nachher kommt raus, du bist absolut im Normalbereich, Referenzbereich und deine Gyn sagt dir, nö, passt alles. Das muss woanders dran liegen, aber es liegt vielleicht trotzdem dran. Vielleicht war es einfach nur ein für dich schlechter Zeitpunkt der Speichelentnahme. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass da schon rauskommt, du bist in einem absoluten Tief-Hormonmangel und dabei geht es dir aber noch ganz okay. Also genau das kann auch rauskommen, das ist dieses Auf und Ab der Hormone. Es kamen noch wahnsinnig viele Fragen, was hilft gegen Hitzewallungen, was ist beim Libidoverlust, was mache ich mit meinem Gewicht, was auf einmal nach vorne geht, also nach oben geht, ohne dass ich irgendwas anderes mache. Das sind natürlich alles Fragen, die euch auf der Seele brennen, weil sie auch wichtige Fragen sind und ich beantworte sie auch, aber ich kann sie nicht in so einem kleinen Format beantworten. Schaut euch mal um bei dem Wechseljahrskurs, guckt euch den Inhalt an, ob das für euch passt. Ich glaube, jede Frau profitiert davon, sich zu informieren über die Wechseljahre, alles drumherum, um dann eben auch besser für sich im Leben die Therapie zu finden oder einfach den Umgang mit den Wechseljahren. Ich hoffe, ich habe jetzt genug gelabert. Ihr dürft euch gerne die Östrogendominanz nochmal anschauen, weil das ist ein wichtiges, wichtiges Thema. Und wer wissen will, wann beginnen einfach die Wechseljahre, dann wäre dieses Video was für euch. Und ganz wichtig wäre, hier noch ein Abo dalassen. Das freut mich.